herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2, der OMU-Simulator. Und zwar stehen wir heute auf der Karte Hafen City und werden die Linie 688 fahren. Vom Rathausmarkt zum Bahnhof Altona. Mit dabei ist heute der Tarik. Super, hallo. Hallo. Und zwar wurde sich das Ganze gewünscht von München Let's Player. Der hat sich den NG313 gewünscht im MVG. MVG, Münchener Verkehrsgesellschaft, irgendwie sowas. Üpend gewünscht mit dem Kennzeichen MVG 5267. Ja. Und das fahren wir. Okay. Ja. Super. Genau. Dann auch für die Hochbahn. Mensch. Ja. Schon fast toll. Ich weiß. Wie lange geht die Tour? Ah. Oh, es ist hell. Es ist dezent grell, oder? Ah, naja. Bisschen war so Viertelstunde geht das Ganze hier so lang, ne, so kurz für mich. Ja, 12 plus 7, 16 Minuten. Naja, hallo. Ach, jetzt geht die Linie kurz weg. Hi. Route 1, wie geht denn die Kacke an? Hier. Was geht an? Ich habe nur die Weiterschaltung gedöhnt. Achso, ja, irgendein Knopf ist das da. Das habe ich jetzt auch vermutet. Ja, ich bin sonst auch sehr hilfreich. Ja, ich weiß. In dem Karren? Nee. Was ist? Geil. Was ist denn? Ich gucke mich gerade zum. Also, ich suche gerade einen Link für das Video. Ding ist für die Beschreibung. Ja. Ich wollte den Bus halt, den ich gefahren bin, verlinken. Und der kommt halt aus dem Polenforum. Und ich guck gerade rum, was gibt's denn hier so schönes, lustiges? Mhm. Solaris Urbino 10, dritte Generation Tandem. Das ist dieser alte Solaris Urbino 10, den es irgendwann mal gab, von an und dazu mal, als Tandembus. Das heißt, du hast vorne einen angetriebenen Bus und hinten einen auch angetrieben, muss man weiß ich, und da funktioniert so gesehen wie so ein Busanhänger. Ah, ist klar. Ja, Mann. Ja, da muss ich direkt ganz dringend los. Warum fährt die Karre jetzt nicht? Auch kein Vorratsdruck oder was? Hm. Oder was? Das bedeutet auch kein Vorratsdruck, dieses Zeichen. Das bedeutet eigentlich, dass du Feststellbremse angezogen hast. Die ist draußen. Ja, dann hast du noch keinen Vorratsdruck. Eben, fährt. Ah. Jetzt hast du zumindest genug, um zu fahren. Ja. Ich fahre hier aber nie so links und da vorne rechts. Dann muss ich fahre immer hier rum, dann muss ich nicht an der Ampel stehen. Raffiniert. Ich mache es. Kommt ja auch von mir. Okay, gut. Das war's dann mal wieder komplett. Habe ich Licht an? Ja, habe ich. Ah, doch, das war's dann schon echt komplett. Also. Dann muss ich direkt mal los. Das Bedürfnis, dringend los zu müssen, immer größer. Ja, hast du wohl recht. Immer recht. Das will ich jetzt mal bezweifeln, aber... Mimimi. Lol, die haben hier einen Dingens, einen... Lars, wie eine 12, vierte Generation Elektrik, Alter. Ah, was macht der jetzt? Da? Ich würde gerne an meine Haltestelle fahren, Junge. Ja, ja. Warum fährt er jetzt nicht? Fahr doch. Danke. Ah, doch, hier sind schon so ein paar Schätze drin, ne? Hä? Wo habe ich jetzt gerade einen Menschen überfahren? Hier war es so ein Roll. Wir haben schon wieder die ganzen Leute umgebracht. Was soll denn das? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Achso, Rathausmarkt. Das stimmt nicht ganz. Vielleicht Route 2. Bahnhof Altona. Der hat mich jetzt fast rasiert. Das ist nicht so geil. Moin. Habe das Gefühl, schon über
tausend Jahre kein Video mehr hochgeladen. Dazu sage ich jetzt mal nix. Oh, ja. Ich wollte Screenshot machen, bin auf F11 gekommen. Das ist dann mal wieder Kompetenz am Start. Ich weiß. Also ihr seht hier schon den wunderschönen Himmel von Hamburg. Hallo. Wunderschöne Wassermelone. Oder so ähnlich. So. Auf was warten die jetzt? Auf welchem Bus? Ah ja. Ich hoffe mal, dass ich jetzt... Genau, danke. Was fährt denn hier noch so? Alsterdorf sofort. Nix 109er da? Nö, kommt nicht, fällt aus. Gibt's heute nicht. So in etwa. Können wir mal so eine Minute vorstellen. Will auch immer niemand mit. Ach, jetzt wollen sie plötzlich alle mit. Warum deckt der Spiegel so hart? Moin. Guten Tag. Warum will da jetzt jemand raus? Oh, moin, das will in der Stadt schon mal jemand raus. Bäh. Schon mal jemand raus, das ist natürlich auch gut. Ach, der schildert auch gut hier. Das ist 4 in U drin. Oh, nice. Habe ich eigentlich. Oh, werde ich schon hinten Licht anhaben, irgendwie so. Wird schon passen. Was ist denn das Kennzeichen RZ? Hab ich RZ noch nie ist Ratzeburg, glaube ich. Das ist irgendwo bei Hamburg. Buxtehude oder was? Da hinten oder wie? Ja, die Richtung. Habe ich noch nie gehört. Wär's mal mit weiterschalten? Hallo? Ah, meine ist die erste Haltestelle. Ich fahre dezent nicht oft 109. Hallo? Die Ansagen funktionieren mal dezent überhaupt nicht. Braucht man nicht. Braucht man nicht überbewertet. Wird nur überbewertet. Genau. Steht Bahnhof Altona, das Ziel passt, reicht. Wo hab ich denn jetzt schon wieder Mensch überfahren? Gut. Hätten wir es auch erledigt, der zweite umgebrachte Mensch heute. Ah, das ist rot. Das könnte glatt Tarik gerade gefahren sein. Bitte was? Hallo. Hi. Was? War ganz toll. Was ist denn? Ach, das sind wir schon wieder angerichtet. Liegt's da oder was? Wo? Eine Ampel, ich dachte gerade die Ampel blinkt. Oh ne. Voll neu weg. Hä? Du bist wieder ein Mensch überfahren. Lass sie doch mal heile. Was soll da denn das? Ist, das sind aber gar keine. Das sagen sie alle. Und dann sind sie trotzdem schwanger, ich weiß aber, hä? Schade. Ich verstehe das dezent nicht. Muss man das verstehen? Nein. Negativ. Kommt der Kollege mit dem Volvo? I. Hä? Ekelhaft. Aber nur mit so halb Textur oder wie? Nee, ist keine weiße Textur. So, wenn ich jetzt hier einen Menschen überfahre, dann fresse ich einen Besen. Moin. Soll ich schon mal einen holen oder? Das könntest du machen. Wo ist meine Haltestelle? Hier hinten, gell?
Aber niemand mit. Dann heiz ich mal dezent durch. Kannst du ja einen holen von Hannover dann zu mir bringen. Kannst du auch lassen. Das kannst du auch machen. Das wäre natürlich auch eine Lösung. Nein, finde ich sogar, glaube ich, noch besser. Das war doch gerade keine Haltestelle für mich, oder? Ich bin die Linie schon ewig nicht mehr gefahren. Ich fahre eigentlich, wenn ich Hamburg fahre, entweder 109 oder 6. Die anderen Linien fahre ich irgendwie nie. Warum auch immer. Ja, bis 16 Uhr wird das Video hochzukriegen vielleicht ein bisschen schwierig. Oder? Oh, könnte ja, kommen. Irgendwie schon. Könnte ein bisschen arg knapp werden. Naja. Wie wär's ja eigentlich mal mit Grünampel? Danke. Der Abgang zum Gänsemarkt war sehr weit hinten, im Gegensatz zur Haltestelle. Warum stehen die eigentlich so weit vorne? Ja, natürlich immer schön zweimal Bahnhof Altona. Einmal wäre zu wenig. Hallo? Oder? Bei einmal wissen sie es ja nicht. Tageskarte kennt. Gibt es hier auf dem Gipfel? Gibt's nicht. Musst du T drücken. Kudamm-Ticket. Kudamm-Ticket in Hamburg? Ja, das ergibt schon Sinn. Das will ich auf jeden Fall verkaufen, so. Ja. Das Kudamm-Ticket in Hamburg. Wer kennt's nicht? Ach, wir sind... Warum sind wir denn so pünktlich und 2 Minuten zu spät? Ah, bremsen. Jetzt habe ich natürlich so intelligent angehalten, dass ich die Ampel nicht sehe. Ja, doch. Bahnhof Altona, Bahnhof Altona, Mensch. Ja, ich sag doch, einmal reicht nicht. Erst einmal, wenn einmal Bahnhof Altona da steht, dann weiß man ja nicht, wo er hinfährt. Erst mal, wenn es zumal da steht. Ah, eben nicht, dass man seinen Halt verpasst oder so. Oder nicht, dass man nicht weiß, wo man hinfahren kann mit dem Bus. Ja, hast du den Raumlicht an? Bus einsteigt. Was? Hast du ein Raumlicht an? Ja, habe ich. Ja. Boah, das ist so dunkel. Boah, da ist auch nur die erste Lamelle nicht an. Ah. Gut. Ach, mit Ziegen. Nee, die Vorder kannst du auslassen. Brauch ja keiner. Nee. Ach, diese Busspur gibt's ja hier gar nicht mehr. Ich bin das letzte Mal hier gefahren, wo auf Hamburg Nachtbus hier noch diese Busspur gab. Oh je. Also hier hat man eine rote Ampel nach der roten Ampel. Also haben wir quasi rote Welle. Keine grüne, sondern eine rote Welle. Das ist auch gut. Warte eben. Wie ist denn? Ah! Was denn? Ah, ich hab grad was gemacht. Komm, bewegt euch schneller hierher. Hallo. Jetzt will ich eine Fahrkarte haben. Verrückt. Diese Leute, die Fahrkarten holen. Ich bin Jens. Danke. So. Den muss ich mal dazu bewegen, hier mal wieder auf den Dings zu kommen. Discord. Als ob diese 8 Sekunden 13 Aufrufe hatten, WTF.